Jo, liebe Leute, heute geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Wir machen heute weiter mit den nächsten Aufgaben. Wir sind in Sequenz 6, haben fast die Hälfte mittlerweile durch. Wir haben sogar schon angefangen, das vorletzte Gebiet zu erobern, nämlich, ja. Vergessen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir uns den Typen da geschnappt, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ja, jedenfalls sind wir wieder dabei. Hier haben wir Assassin's Creed, das Strand heißt das letzte Gebiet. Das ist noch fehlt, ja. Teilgebiet. Wir haben ja hier die ersten zwei Gebiete erobert. Rein theoretisch haben wir bestimmt wieder. Haben wir noch eine Hauptmission? So einen Bike gerade mal, wenn wir schon mal so ein bisschen durch sind. Hier oben ist noch ein bisschen was. Aber die haben wir ja eigentlich schon erledigt. Die. Warum ist da jetzt noch mal was? Weil wir kriegen nochmal 3.500 Erfahrungspunkte. Aber eigentlich müsste es gehen. Sequenz 6, der falsche Penny. Wundere mich gerade. Ich gehe mal kurz hin und guck mal. Gucken wir das mal gerade ein bisschen genauer an. Vielleicht ist da noch irgendwie was, was wir vergessen haben. Weil sonst machen wir die hier nämlich heute. Sonst machen wir das heute, auf jeden Fall. So. So, da sind wir wieder. Back on the rocks. So, wo habe ich denn die Mission jetzt hingetan? Weil wir mussten ja nur... Wie gesagt, eigentlich ist da... Wundern, dass wir Bloody Nora noch... Ach, die haben wir doch eigentlich erledigt, oder nicht? Wundern mich gerade, wie gesagt. Naja, wir gucken einfach mal hin. Wenn ich ehrlich bin, das kann es nie selten schaden oder was auch immer. Da noch irgendwie heute mal dazwischen zu funken. Aber ich glaube, eigentlich war Bloody Nora ja erledigt. Das ist es halt. Aber eigentlich... Wundert mich das gerade, dass wir da eine Hauptmission jetzt haben, nochmal. Oder haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, darüber kommen wir nicht. Dann gehen wir da mal hin. Ich wundere mich, dass ich gerade... Die Noah, die haben wir doch eigentlich abgemurkst. War das nicht der Boss irgendwie jetzt hier, so ein Bossfight? Wie gesagt, aber eigentlich hätte ich es erwartet, dass es durch ist. Aber ja, wir gucken einfach uns. Okay. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Dann ist das tatsächlich eine Mission. Okay, wir sollen jemand anders erledigen. Der falsche Penny. Ja gut, dann machen wir es doch jetzt. Okay, los geht's. Wenn wir schon mal da sind, können wir es auch direkt machen. Komm. Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two-Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Mhm. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum
Sie finden ihn nahe des Eingangs. Okay. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Twopenny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Twopenny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Okay. So, du, die Frage. Den Tresor nicht verlassen. Nicht lebend jedenfalls. So. Also, Philip Twopenny eliminiert. Das Gebiet erkunden, die Gelegenheit identifizieren, der Bankdirektor hat Handgelegenheit, dann ein einzigartiges Attentat, was wir machen können, und eine Unterstützungsgelegenheit. Alles klar. Also, das gleiche wie in Grün, wie wir das auf dem Schloss gemacht haben. Also, was heißt das gleiche in Grün? Wir brauchen natürlich jetzt ein bisschen Hilfe, ne? Gucken wir mal. Auf jeden Fall, das müssen wir erstmal so eine Geheimpassage aufspüren. Mal gucken, was wir dann direkt in einer Folge hinbekommen. Ich weiß es noch nicht. Ich check mir jetzt gerade mal kurz durch, ob wir irgendwie auf Probleme stoßen könnten außen. Sieht nicht so aus. Also vorne nicht. Scheinbar nicht. Okay. Irgendwas scheint, es könnte es gesehen haben. Sieht es gerade richtig da unten? Da ist er doch, unser Freund. Der Wachhauptmann. Okay. Den Wachhauptmann gefangen nehmen, okay. Naja, die Frage ist, wie machen wir es? Da hoch. Hier muss irgendwo ein Eingang sein und das nutzen wir auch direkt mal aus. Sind einige Feinde, ne? Die Frage ist, wie sieht denn das so aus? Ist das der? Ja. Ne, es ist der Tresorwächter. Okay, das ist ein Tor, der Tresor geöffnet bleibt. Er schießt den Tresor beim ersten Zeichen von Ärger. Alles klar. Den soll ich töten, ne? Ne, gefangen nehmen nur. Tresorwächter töten? Ah, es sind einige Leute da. Und da haben wir noch mal. Haben wir noch jemanden. Und zwar den Bankdirektor. Den sollen wir gefangen nehmen. Naja, probieren wir es einfach. Wir sind jetzt schon mal zumindest mal drin. Sieht uns irgendwer? Sehe ich das gerade? Oder ist es jetzt gerade einfach nur zufällig so? Ja, ich hab noch nicht. Okay. Wir sind jetzt oben drin, das ist klar. Warte mal, da unten ist der Typ, den ich... Ah. Super. Scheiße, das war eigentlich jetzt natürlich nicht geplant, den jetzt so abzumurksen eigentlich. Wollte ich den erstmal nur... Ah, scheiße, ey. Fuck. Ich habe ja nichts gemacht.
nicht unbedingt mit einem Eingang liegen lassen. Hilfe könnten wir auch haben, aber sind die ober über uns? Ne, sind die nicht, okay. Ah, das sind. Scheiße, ey, den hätte ich jetzt natürlich nicht mitnehmen können. Ich glaube, erstmal muss ich den scheiß Wachmann töten, ne? Der da so ein bisschen rumsteht. Oh, schick. Sehr passend für Two Pennys Gruft. Schön, Sie wiederzusehen, Sir. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie warten lasse. Die irischen Anlagen meiner Bank wurden von den verfluchten Zivilen zerstört. Ah, da kommst du. Da wirst du nicht rankommen. Da wirst du so schnell nicht rankommen an den Jungen. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder müssen uns einen anderen Weg raussuchen. Ich probiere es mal gerade hier rum. Kriege ich den da hin? Wird nicht machbar sein. Das ist schon ziemlich krass. Ich meine. Krieg ich den da so weg? Scheiße. Ich versuche jetzt gerade mal eben kurz schon mal so weit wie möglich rauszunehmen. So. Klar, alle anderen werden natürlich jetzt nicht. Okay, gut. Ja, ich hätte auch da reingehen können. Da reinschießen können. Aber ist egal. Alles ist gut. Wir öffnen mal kurz das Tresor-Ding. Und geh mal da unten rein. So. Mein, wie gesagt, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen was an Verstärkung drin haben, da unten. Ah, da unten lang, okay. Ja, gut, das geht. Vielleicht kriegen wir sogar tatsächlich heute in einer Folge hin gucken. Also, der hat auf jeden Fall noch ein bisschen was an Feindpräsenz da unten drin, aber. Okay, das sind noch 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, es sind noch ein paar Leute. 8, vielleicht 10 Leute, das kriegen wir irgendwie, kriegen wir das schon hin. Wir machen mal klein, machen wir zu Kleinholz, Jungs. Komm. Mr. Starrick wird mit unserer Arbeit zufrieden sein. Two Penny eliminieren. Also dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir die da hinkriegen. Weniger. Zwei weniger, jedenfalls. Jetzt hole ich mir den da oben. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Wir sind gleich.
Den kriege ich jetzt, hole ich mir jetzt. Das war ein Fehler von dir, dich dahin mit dem Rücken zu mir zu stellen. Weniger, einer weniger. So. Also, wir haben jetzt drei Mann weg. Ah, bleib doch stehen. Erledigt. Und das ohne die Feinde wegzuhauen. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden. Nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. Ich glaube, jetzt müssen wir doch irgendwie da rauskommen. So, dann gehen wir da hoch. Weil, wie gesagt, lassen wir einfach mal alle komplett in Ruhe da unten. Weil wir haben es jetzt nicht mit dem... Wir haben es jetzt nicht erledigt, Kiste. Ja. Machen wir mit. Ich habe tatsächlich jetzt nicht, ist natürlich jetzt nicht mit der die beste Aufgabe, aber wir haben es geschafft. Wir haben zwar nicht alle Vorgaben alle erreicht, aber es funktioniert. Sie alle wegen Diebstahls am Volk von England. Adios. Die Bank of England ist geschlossen und zwar bis auf Weiteres. Da sagt doch einer, die ist sicher. Jo, der falsche Penny. Wir haben abgeschlossen. Wir haben es halt nicht in der Gesamtaufgabe. Wir haben es halt nicht erledigt, aber ist egal. Wir haben es trotzdem geschafft, liebe Leute. Das ist das Allerwichtigste. Die Bälle ist abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht.